Am Samstag, 8. Juni, spielt die Liechtensteiner A-Nationalmannschaft in Jerewan gegen Armenien. Jeweils am Tag vor dem Spiel steht das Abschlusstraining auf dem Programm und danach die obligatorische Pressekonferenz. Dort haben die armenischen Journalisten vom Nationaltrainer Helgi Kolwitzon wissen wollen, wo er Liechtenstein in dieser Gruppe sieht. Ob er Letzter oder sogar Zweitletzter werden will. Rechnen Sie mit dem letzten Platz oder mit dem Vorletzten? Grundsätzlich rechne ich immer mit dem ersten Platz. Also das ist von Köln ist bestimmt aber schon der Reaktion, ne? Nein, also es ist mein drittes Spiel, das ich begleiten darf hier mit der Mannschaft. Und ich sage, es ist einfach wichtig. Wir machen uns keine Gedanken über Platzierungen, in welche Form und in welche Reihenfolge, sondern wir versuchen uns einfach vom Spiel zu steigern. Es sind viele Punkte, wo wir uns einfach weiterentwickeln wollen für die Zukunft und immer versuchen, unser Spiel besser zu machen. Letztendlich, wir müssen einfach von unserer Kompaktheit, was wir teilweise auch gut gegen Griechenland gemacht haben, da hat uns vielleicht der Mut ein bisschen gefehlt vom Fußballspielen hier, gegen Italien die erste Viertelstunde, gegen die dagegen zu halten, hat relativ gut ausgeschaut, viele Sachen, auch wenn das Ergebnis vielleicht nicht ideal war. Und die sind einfach Sachen, wo wir einen Schritt für Schritt wachsen müssen. Wir müssen uns auch nicht nur aus der Kompaktheit und auch wenn wir sagen, wir wollen defensiv gut stehen, trotzdem man muss den Mut haben, dass man richtig im Moment pressen kann, man muss den Mut haben, dass man den Ball halten kann. Und wir haben die Qualität und das sind alles Sachen, wo wir versuchen, dann aber immer Schritt für Schritt weiterzukommen. An der Pressekonferenz begleitet worden ist der Nationaltrainer vom Goalie Thomas Hobi. Für die Liechtensteiner Journalisten ist damit die Frage, wer gegen die Armenier im Goal steht, geklärt gewesen. Der Nationaltrainer hat aber relativiert. Ich habe gleich von Anfang an gesagt, im März, dass wir eigentlich auf der Torhüterposition am besten besetzt sind in der Breite. Wir haben nicht nur mit dem Hobi, sondern mit Claudio, Armando, Lorenzo, Benny. Wir haben da wirklich gute Jungs, die gut unterwegs sind. Und deswegen. Thomas war lange jetzt auf der Bank und hatte den Rücken freigehalten. Für den Benny ist es da gefragt. Gestern haben wir den Armando zurückgelassen, dass er unsere U21 helfen können, weil die auch in Not waren, sagen wir so. Und das ist erfolgreich gut gegangen und wir versuchen da einfach alle mit reinzubringen. Genau, also sollte ich morgen im Tor stehen. Sicher vielen positiven Gefühlen in die Partie gehen. Ja, also für mich eine riesen Ehre, eine riesen Sache. Und sollte ich morgen von Anfang an mithelfen können, hier erfolgreich Fußball zu spielen,